Liebe Zwillinge, die Themen Geld, Besitz, Ressourcen und Steuer scheinen im ersten Blick sehr wichtig im Juli 2020 zu sein. Die Erstellung eines neuen Finanzplans kann erforderlich sein. Bis zum 11. des Monats läuft dein Planetenherrscher Merkur rückwärts in Krebs. Diese Stellung des Merkurs in deinem Finanzensektor weist auf eine wichtige Geldinvestition oder auf einen Vertragsabschluss hin. Bei den Themen Familie, Geschäfte und Beruf sollte man keine neuen Projekte bis Ende Juli starten, sondern nur jene Prozesse beenden, die vor dem 19. Juni begonnen haben. Ansonsten wird man es bald bereuen. Am 1. hast du einen Sextil zwischen Sonne und Uranus. Eine kleine Reise oder kreative Unternehmung mit den Eltern oder Geschwistern sind mit diesem Aspekt möglich. Ab dem 2. Juli haben wir Saturn rückläufig in Steinbock. Jegliche Angelegenheit, die mit dem Finanzthema verbunden ist, kann sich bis Dezember in die Länge ziehen. Vielleicht hast du den Wunsch, eine Veränderung in deinem Leben zu durchführen, aber dies kann dir nur gelingen, wenn du eine Sache klärst, die du die ganze Zeit verdrängst. Diese Sache hängt im Wesentlichen mit den Handlungen anderer Menschen zusammen. Offenheit, Respekt und Transparenz sind diesbezüglich unerlässlich. Am 4. und bis zum 5. des Monats haben wir den Vollmond in Steinbock. An diesen Tagen kann ein Geheimnis entlüftet werden. Du wirst erkennen können, von welchen Gewohnheiten und Fixierungen du dich befreien musst, damit es dir psychisch besser geht. Zwischen 5. und 11. des Monats haben wir Merkur Quadrat Mars. Missverständnisse und Streitigkeiten können leichter als sonst bis zum Monatsende entstehen. Dies kommt besonders zur Geltung, wenn man nicht bereit ist, fremde Meinungen zu respektieren. Am 12. läuft Merkur direkt in Krebs. Bis Ende Juli wirst du die Gelegenheit haben, eine Situation zu erledigen, die deine finanzielle Lebensgrundlage betrifft. Es kann sein, dass du bis Anfang August mehr unterwegs sein wirst als sonst. Zwischen 13. und 21. haben wir eine krasse Opposition zwischen Sonne in Krebs, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Es gibt eine gewisse Spannung in der Luft, die sich in deinem Leben an diesen Tagen spürbar machen wird. Vorsicht mit Transport, Auto und Autofahren ist angesagt. Papierkram in Verbindung mit den Themen Bildung und Behörde sind möglich. Zwischen 19. und 20. haben wir den Neumond in Krebs. Bis Mitte August sind neue Abwicklungen im Bereich des Geldes zu erwarten. Am 22. tritt die Sonne in Löwe ein. Deine emotionale Sicherheit wirst du erlangen können, wenn du mehr auf deine Intuition und an dich selbst vertraust. Ja, also das ist ganz wichtig, Selbstvertrauen. Zwischen 23. und 27. bilden Venus und Neptun einen Quadrat. Täuschungen und Enttäuschungen in der Liebe sind am Monatsende möglich. Und dann zum Schluss haben wir einen Spannungs-T-Quadrat zwischen Merkur, Mars und Jupiter. Viele Gedanken und Unruhe können vorkommen, wenn man keine geistige Konzentration und Disziplin ausübt. Liebe Zwillinge, ich bin fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du eine Beratung haben möchtest, sei es aufgrund der Welteinflüsse und Geschehnisse oder sei es, weil du gerade eine schwierige Situation erlebst, dann kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Meine Kontaktdaten findest du unten bei der Beschreibung dieses Videos. Ich wünsche dir vom Herzen viel Glück für Juli 2020.